Herzlich willkommen zur Hochzeitsmesse online. Seien Sie dabei. Live TV. Hochzeitsmesse online. Hochzeitsmesse Online TV. Ja, hallo zusammen da draußen. Heute sind wir wieder live, aber ich muss mal eben schauen, weil ich so ein bisschen hier sehe, ob es dann wirklich auch auf Facebook streamt. Deswegen, bevor ich jetzt hier ein bisschen was erzähle, schaue ich mal, dass es auch funktioniert, denn irgendwie zeigt er mir an, es wird vorbereitet, aber ich sehe uns schon. Jawohl, also das läuft, obwohl da oben steht, Livestream wird vorbereitet, aber das ist live. Ja, liebe Brautpaare, ich begrüße euch heute mal nach langer oder kleiner Urlaubsphase wieder zu unserem Live-Interview, zu unseren Live-Öffnungszeiten. Ja, und wie immer haben wir natürlich da ein spannendes Interview vorbereitet mit einem unserer Dienstleister von Hochzeitsmesse online. Und ihr könnt natürlich live zuschauen. So, ihr könnt anonym zuschauen über Facebook, Instagram, TikTok, Hashtag Hochzeitsmesse online. Aber ihr könnt natürlich auch euch live zuschalten. Wenn ihr sagt, Mensch, total interessantes Thema, spannend, da habe ich Fragen zu, dann kommt einfach mit in unser Zoom-Meeting. Und wie das funktioniert und wo ihr die Login-Daten findet, das zeige ich euch jetzt mal eben. Ihr geht auf unsere Seite hochzeitsmesseonline.de und dann klickt ihr auf Infos, dann kommt ihr in unseren Infocounter rein und dann geht es hier auf Live-Events, auf Events klicken und da seht ihr quasi immer unsere aktuellen bzw. in Zukunft liegenden Interviews mit unseren Dienstleistern. Ja, und wir befinden uns natürlich heute am 15.8. hier und haben ja ein Live-Video. Wir sehen Sie schon im Bild und werden Sie gleich begrüßen. Wir haben sogar eine Königin dabei heute beim Interview. Ja, den lieben Fabian und die Julia vom Weingut Noll. Also, und wenn ihr euch dazu klicken möchtet, nutzt ihr einfach den Direktlink oder die Meeting-ID und den Kenncode, um im Zoom-Meeting live mit dazu zu kommen, um entsprechende Fragen zu stellen. Ja. Wie gesagt, heute geht es um die passenden Getränke für eure Hochzeitsfeier und qua die leckeren Weine. Da gibt es eine große Auswahl und die richtige Auswahl, die findet ihr bei unserem Partner bei Hochzeitsmesse online beim Weingut Noll. Und ich sage mal Hallo in den einen südlichen Zipfel runter nach Deutschland, in die Ecke von Freiburg an Julia und Fabian vom Weingut Noll. Hallöchen, ihr zwei zusammen. Ja, hi. Hallo Mirko. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Gut, die Weinlese steht noch nicht an, habe ich eben schon kurz erfahren. Also ein paar ruhige Tage im Moment und deswegen habt ihr auch Zeit, heute unseren Brautpaaren mal was Großes über das Thema Weine zu präsentieren. Und wenn ihr, liebe Brautpaare, sagt, Mensch, spannendes Thema, aber ich kann jetzt irgendwie nicht die ganze Zeit zugucken oder ihr steigt irgendwo mittendrin ein, ihr könnt auf die Seite Hochzeitsmesse online-tv gehen. Dort findet ihr alle rückwirkenden Live-Interviews. Gefühlte, weil ich nicht, 250 Stück haben wir schon gemacht in den letzten knapp 3 Jahren. Und dort könnt ihr euch dann ganz in Ruhe die Videos von jedem Ort der Welt kostenlos nochmal anschauen. Deswegen kostenlos, Hochzeitsmesse online ist komplett kostenlos und 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage im Jahr für euch präsent. Ja, ich würde einfach mal sagen, ihr beiden, dass ihr euch einfach mal persönlich den Brautpaar vorstellt. Ja, also ich bin der Fabian Noll vom Weingut Noll. Vielen Dank für die Einführung. Bin hier im Weingut für den Keller zuständig und für das Marketing und für den Vertrieb. Und so haben wir auch Hochzeitsmesse online kennengelernt im Frühjahr und sind dazugestoßen und fanden das ein sehr interessantes Format, um uns zu präsentieren, weil als kleines Weingut sind wir nicht so bekannt und sind da eigentlich auch immer auf der Suche
nach einem größeren Netzwerk. Und klar, es lohnt sich auch. Also wir haben schöne Produkte, Weine, Sekte, ganz besondere Sachen natürlich auch, aber dazu später mehr. Und wie gesagt, heute ist Julia noch dabei. Genau, ich bin Julia, bin die kleine Schwester von Fabian, kann man dazu vielleicht sagen. Bin derzeit amtierende badische Weinkönigin, das heißt, ich darf nicht nur fürs Weingut den Wein vertreten, sondern auch für ganz Baden in Deutschland rumreisen das nächste Jahr. Und im Betrieb selbst bin ich aktiv nicht tätig oder Vollzeit, sondern ich bin noch woanders angestellt und unterstütze aber tatkräftig, wo möglich ist und wo Hilfe benötigt wird. Also, königliche Unterstützung von der Schwester, ne? Das ist doch wunderbar. Ja, dem Ganzen eine Krone aufgesetzt sozusagen im Weingut. Ne? Das ist gut. Ja, und ich, liebe Kunden da draußen, kann euch sagen, also wir bei Hochzeitsmesse Online haben ja nur ausgewählte Anbieter. Und ja, ich habe die leckeren Weine und das Angebot auch in diesem Jahr selber testen dürfen. Und eine hervorragende Produktauswahl findet ihr im Weingut Noll. Ich durfte es selber testen, deswegen also bei Hochzeitsmesse Online könnt ihr getrost schauen. Es sind alles selbst ausgesuchte Dienstleister, die sich hier präsentieren, ja, und die erstmal durch die Probe müssen, bevor sie quasi hier ins Netzwerk kommen. Und ja, die habt ihr bestanden, ne? Sag ich mal. Es war ein schöner Nachmittag zum Kennenlernen und schön, dass das weiterläuft. Ja, ihr beliefert quasi Kunden mit den entsprechenden Weinen. Genau. Für ihre Feierlichkeit. Rufen Kunden an und sagen, hey, ich suche bestimmte Weine, oder einfach jetzt, bevor wir anfangen, was gibt es alles? Oder gibt es Kunden, die vielleicht echt sagen, ich habe irgendwie ein Thema an dem Tag zum Essen? Was passt dazu? Hm? Also ich hätte jetzt vorab noch eine Frage, und zwar, ob du dann die Brautkleider auch anprobierst. Ich jetzt nicht, ne? Aber ohne Quatsch, es gibt ein Foto von mir im Brautkleid. Ja, wir haben noch mal eins gemacht, weil wir auf einer Messe hier in Essen, auf der Mode Heim und Handwerk, 10 Tage lang, dreimal pro Tag habe ich eine Modenshow moderiert. Da wirst du quasi irre, ne? Wenn du dreimal am Tag dasselbe machst, erzählst über Brautmode 10 Tage lang. Und die letzte Show, das haben wir ein paar Jahre gemacht, haben wir eine Quatschshow gemacht und haben uns dann im Brautkleider gesteckt. Die Bilder würde ich ja gern sehen. Ja, ja, ich weiß, muss mal gucken, ob ich die noch finde. Ja, also das war lustig. Ne? Also, ja. Also beim Wein ist natürlich so, begleitet eigentlich die ganze Hochzeit. Also angefangen vom Sekt oder vom Sekko für den Sektempfang, wo man natürlich auch Wert auf Qualität legen kann, über die Weine zum Essen. Oder für nach dem Essen oder zum Dessert. Also hat man ganz verschiedene Möglichkeiten, den Tag abzurunden und besonders zu machen. Und es gibt beispielsweise auch die Möglichkeit, personalisierte Weinflaschen zu erwerben. Das heißt, wir können ein Foto drauf machen, wir können ein Grußwort drauf machen, quasi als Dankeschön für die Brautpaare. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Ja, da kann ich vielleicht kurz einspringen. Das ist auch so bei uns, dass wir ein bisschen die Möglichkeit haben, grafisch selbst zu gestalten und dann die Etiketten zu bestellen. Das heißt, die Brautpaare oder ihr müsst euch gar nicht drum kümmern, sondern nur sagen, was hätte ich gern, ein Foto oder was soll drauf. Und dann gestalten wir das und können das dann auch nochmal mit der Rücksprache sozusagen das finale Go bekommen und dann können wir das bestellen und machen. Ja, Mindestmenge, weiß jetzt nicht, ob da irgendwas bei dir wäre. Und der Anspruch soll natürlich dann sein, dass der Hochzeitswein so lang hält wie die Ehe. Ja, aber das ist natürlich auch eine tolle Idee, personalisierte Flaschen, ne, sage ich jetzt mal, auf der Feier zu präsentieren. Und ja, wie du schon gesagt hast, euer Produkt an sich zieht sich ja quasi durch die ganze Feier, ne, mit dem Sektempfang, Prosecco, dann ja das Essen sozusagen zu die Weine begleiten zum Essen oder auch dann natürlich entsprechende Weine zum Dessert noch. Ne? Da gibt es ja auch, ich sag mal, Möglichkeiten.
Und naja, gut, und hinterher wird ja auch noch Wein getrunken oder auch Sekt oder weiß ich nicht, verschiedene Mischgetränke, ne, mit Aperol etc. Also, und das Ganze natürlich dann personalisiert, und wenn ihr das im eigenen Hause quasi kreativ umsetzen könnt und designen könnt, so dass die Paare, sag ich mal, nur einen Namen oder irgendwo ein Logo von der Einladung, welches sie vielleicht schon vorher drauf hatten, schicken können, dann ist es natürlich eine tolle Geschichte, um da, ja, ich sag mal, seiner Hochzeit auch eine gewisse Note zu geben, ne? Ihr beratet die Paare dann auch, sag mal, welche Weine passen, wenn vielleicht, ich sag mal, auch das Essen feststeht, ne? Ich denke, da geht es vor allem auch darum, gerade bei Hochzeiten, man kann es, ja, bei einer großen Menge an Gästen findet man, glaube ich, immer das Ideale für alle. Und ich gehe davon aus, dass man da wirklich nach seinem eigenen Geschmack gehen kann, soll und vielleicht auch muss. Genau. Wichtig ist natürlich, es gibt Weine, die sind einfach geeigneter für eine große Anzahl Menschen, die ein bisschen gefälliger sind, ein bisschen eingängiger. Das heißt, oftmals entscheidet man sich für zwei oder drei Weine. Genau, zwei, drei Tischweine. Genau, die sind dann am einfachsten wirklich, wenn man sie einmal trocken wählt, aber ein bisschen mehr Restsüße mit dabei hat. Da hat man auch einen Großteil abgedeckt von den Geschmäckern her. Und das ist gar kein Thema. Also man kann sich auch vorab mal ein, zwei, drei Flaschen schicken lassen und sagen, okay, möchten Sie gegenprobieren? Und mal selber wissen, wie schmeckt der Wein? Wie finden wir das so, dass man da auch gut mit einem guten, ruhigen Ja, ich Gewissen. glaube, das ist ein guter Punkt, dass man die Katze nicht im Sack kaufen muss. Das ist gut, das wäre so meine Frage gewesen. Verschickt ihr quasi Probierpakete, ne? Weil zum Weintasting in eure Region zu fahren, ihr seid ja letztendlich, verschickt ihr ja deutschlandweit, sage ich jetzt mal, ne, die Möglichkeit, bei euch die Weine zu bestellen. Kommt nicht jeder direkt persönlich bei euch vorbei, um mal, ne, eine Weinprobe zu machen. Verschickt ihr dann wirklich so Probierpakete, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ne? Also es kommt immer darauf an, also wenn das die Nachfrage oder das sehr konkret wird, dann kann man schon über Probepakete reden. Aber ansonsten läuft es so, dass man Gut, muss ja nicht Probepakete. kostenlos sein, sage ich jetzt mal. Kann man ja sagen, gut, ne, wir verschicken das gegen Kosten, und sollte eine Bestellung eintreffen, kann man es ja Kann man immer dann auch berechnen. rechnen, ne, sage ich mal, ja. Genau. Aber die Möglichkeit besteht immer. Und klar, dann hat man auch die Möglichkeit auszuwählen. Es ist vielleicht auch preislich ein bisschen günstiger, weil man dann auf eine gewisse Menge kommt. Und dann können wir auch dann wiederum Rabatt gewähren. Und insofern ist es eigentlich ganz schön, wenn man dann von einem den Wein, dann den Sekt und den Wein zieht. Vielleicht sogar noch die Präsente, die individualisierten Weine. Und dann kommt man natürlich dann auch auf den Wert und dann kann man da auch Rabatte geben. Ist ja auch eine tolle Idee, sage ich mal. Es gibt ja auch so das Thema Gastgeschenke, ne, wo viele, ne, sage ich mal, sind. Fällt mir ein, so eine Prosecco-Flasche vielleicht mit einem personalisierten Etikett, ne, das auch als Gastgeschenk zu machen. Das ist, ich sag mal, finde ich immer sinnvoller als einen bedruckten Löffel, der irgendwo in einer Schublade landet. Ja, ne? Ja, es gibt ja manche Gastgeschenke, da streiten sich ja die Meinungen. Also, ob sowas sinnvoll ist, da finde ich so eine, ne, sowas eine schöne Idee, weil da hat man wirklich noch was davon. Und auch eine tolle Idee, ne? Gibt es auch, was man vielleicht sagen kann, bei uns in der 0,25 Liter Flasche ausgewählte Weine. Wenn man sagt, naja, man möchte jetzt keine große Flasche machen, eine kleinere, haben wir auch, kann man auch drüber sprechen sozusagen. Ja. Ja, von Wein her, ich sag mal, klar, es betrifft natürlich eher Weinkenner, die dann irgendwo auch zu Hause feiern und sagen, ne, ich möchte da was Spezielles. Erzählt mal so ein bisschen was über euren Betrieb, Hof, oder was für Rebsorten bzw. Richtungen seid ihr prädestiniert für, und so eure. Also bei uns, wir sind jetzt, also vielleicht noch, wo wir her sind, wir sind ziemlich weit weg von euch, und zwar an der Grenze zu der Schweiz und Frankreich. Hört man vielleicht auch so ein bisschen vom Dialekt her, also südlich von Freiburg tatsächlich. Und ganz klassisch wird hier in Baden Burgunder Rebsorten angebaut, Grauburgunder, Weißburgunder und Spätburgunder. Vom Spätburgunder natürlich dann auch Rosé. Und dann nochmal ganz klassisch Sekte im traditionellen Flaschengärverfahren, also ähnlich wie in der Champagne, beziehungsweise identisch.
Und Prosecco, klar, der dann ein bisschen leichter, ein bisschen süffiger daherkommt. Und da haben wir ja eine schöne Produktpalette, Vielfalt von trocken, also primär trocken, über halbtrocken zu lieblich. Und natürlich auch ein, zwei Dessertweine. Also, bitte, ja. Ich würde sagen, da kann man noch ein bisschen ausholen. Unser Weingut gibt es seit 1987. Wir sind schon seit Generationen ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Nebenerwerbsreben. Und unser Vater hat sich entschlossen, 1987 das Weingut zu gründen und wirklich auch nach der Winzerlehre selbstständig zu werden damit. Und Fabi ist seit 2017 im Betrieb voll mit dabei und bringt es auch noch weiter mit voran. Genau. Das heißt, wir haben 36 Jahre Weingutserfahrung. Dieses Jahr 36, ne? Ja. Ja, letztes Jahr Jubiläum gefeiert. Und er hat jetzt auch nochmal die Weine nochmal spezialisiert. Das heißt, wir stehen hier vor den Barriquefässern. Wir haben jetzt Weine nach französischem Stil auch noch mit dabei. Ein bisschen kräftiger, tiefergehender, komplexer. Und natürlich die ganz frischen, fruchtigen Weine. Also viel. Und die Sekt, sagtest du, ist so der Champagner angeordnet, oder? Genau, also das ist qualitativ vergleichbar. Ja. Das ist natürlich auch interessant, sage ich jetzt mal. Also ja, ich sage mal, ein familiäres Weingut, ne, mit einem großen Angebot. Das ist natürlich die Vielfalt. Und klar, wie gesagt, probieren ist natürlich immer, die Geschmäcker sind immer sehr unterschiedlich da im Bereich Weine. Und wenn man da die Möglichkeit hat, gut, ne, ihr macht ja, seid ja auch auf verschiedenen Weinfesten, wie ich ja auch sehe, ne, und da habt ihr natürlich die Möglichkeit, liebe Brautpaare, da natürlich auch vielleicht in eurer Region mal das Weingut Noll auf dem einen oder anderen Weinfest zu besuchen. Seid ihr mehr da in eurem Bereich tätig oder auch, ich sage jetzt mal, weit verstreut in Deutschland? Also wir sind schon eher hier in der Region verwurzelt und da auch auf den Weinfesten vertreten. Aber klar, man kann im Urlaub kann mal vorbeischauen. Wir liegen eigentlich relativ verkehrsgünstig auf dem Weg nach Italien oder Frankreich und bieten auch Campingstellplätze an für eine Nacht. Und da kann man auch gerne mal auch zur Weinprobe vorbeikommen. Das ist ja, wir hatten es ja kurz vorher schon mal unterhalten, Campingplätze, ne? Also das ist natürlich interessant, klar, für alle Camper, die unterwegs sind im Wohnmobil Richtung Süden, ne, können dann bei euch echt mal so einen lockeren Abstecher machen, ne? Ihr seid auch sanitärmäßig komplett ausgerichtet, ne? Genau, und es gibt natürlich auch viele Hotels in der Gegend und Gastronomie, also da findet jeder was, also nicht nur die Camper. Ist ja eine schöne Region, ne? Also wenn man da mal vorbeifährt, dann lohnt es sich mal einen kleinen Abstecher zur Weinprobe bei euch zu machen, ne? Sag ich mal. Ja, oder für die Hochzeitsreise. Oder die auch. Also es, ne, muss ja nicht immer die Malediven oder Hawaii sein, ne? Ich meine, wir haben in Deutschland auch schöne Flecken. Ne? Und es gibt ja auch viele mittlerweile, die campen. Ja, durch die Corona-Zeit sind ja viele sozusagen in dieses Urlaubsangebot eingestiegen und genießen halt auch da. Und ja, gut, ihr seid natürlich von der Lage her jetzt, ne, da kann man ja in tolle Länder Abstecher machen. Ne? Das ist ja, ne, so, kann man auch viel weiterfahren dann. Da Ne? gibt es sicherlich viele Möglichkeiten. Und natürlich, unsere Region hat auch einiges zu bieten. Schwarzwald und Schweiz, ganz naheliegend, Frankreich, hat man Ja. schöne, viele schöne Ausflugsziele. Ja. Ja, und bald geht die Weinlese wieder los. Was erwartet uns für dieses Jahr? Ja gut, also wir hatten relativ schwierige Bedingungen, Wetterverhältnisse und es wird ein herausfordernder Herbst. Nicht so sonnenverwöhnt wie letztes Jahr. Und ja, wahrscheinlich ein bisschen strukturierter, ein Tick mehr Säure, nicht ganz so gehaltvoll, aber das liegt eigentlich auch im Trend, nicht ganz so hochkarätige Weine. Ja gut, Wetter, ne, haben wir ja alle erlebt quasi in den letzten Wochen, ne, wie es hier gewesen ist. Und ja gut, habt nicht nur ihr mitzukämpfen, auch die anderen, die Landwirtschaft betreiben und Sachen anbauen, sind auch nicht gerade glücklich. Da hat man mal zu wenig Wasser in den letzten Jahren, jetzt hat man zu viel. Ne, und ja, gut, aber
Die Weinlese findet statt, also wir müssen nicht verdursten in Deutschland. Ne? Es gibt auch demnächst Nachschub wieder an Weingut Knoll. Ne? Ja, ihr liefert quasi nach ganz Deutschland überall hin, ne, wo die Weine halt hinkommen sollen. Ne? Genau, also es, ja, entweder Paketversand oder mit der Spedition, also die Möglichkeiten gibt es. Oder wenn es eine ganz große Menge sein sollte und Termin passt, kann man auch vorbeikommen. Das ist nicht auszuschließen. Vorbeikommen ist immer am besten, ne? Sozusagen. Kann man direkt mal eine Probe nehmen. Ne? Das ist letztendlich natürlich ein großes Thema, Wein, wie immer. Ne? Und deswegen ist natürlich eine Probe immer gut, aber wenn ihr mal was verschickt, weiß ich nicht, gibt es viele, die so darauf zurückgreifen oder ist es schwierig, das den Leuten noch nahezubringen, dass man doch mal vernünftigen Wein direkt beim Hersteller beziehen sollte. Ne? Ja, also der Paketversand, der steigt immer weiter an. Gerade während Corona war es natürlich auch so, dass man sich irgendwo alles bestellt hat. Und mittlerweile ist es ja schon auch in der Gesellschaft eingängig, dass man sich Pakete bestellt. Da geht es ja los von Kleidung über Essen und Elektronik. Und also es ist ja naheliegend, dass wir auch Wein verschicken, ja. Also in der Richtung schon. Es wird immer mehr. Ja, es ist so, wie gesagt, ne, so Brautmode und so mache ich viele Interviews. Wein ist das, ne, da bin ich relativ, habe ich kriege eine Stunde immer gefüllt, weil bei Wein ist da, ne, so eine Sache. Gibt es ja gut Empfehlungen zu Anlässen, welcher Wein ist ja immer schwierig, ist ja eine Geschmackssache, ne, oder? Ja, also gut, wie wir es gerade eben schon hatten, wenn man sich zwei, drei Weine raussucht in den verschiedenen Farben, also weiß, rosé und rot, dann liegt man schon ganz gut und dann nimmt man noch verschiedene Geschmacksstufen und dann hat man einfach für jeden Gast was dabei und dann ist man schon gut versorgt und wenn man dann natürlich noch einen Wein vom Winzer hat, dann umso mehr. Also das ist wie mit allem. Man muss da was Vernünftiges einkaufen und dann hat man auch ein gutes Produkt und hat dann halt auch am nächsten Tag vielleicht nicht so starkes Kopfweh. Das ist immer ein gutes Ziel und auch teilweise Säurecharakter. Ne? Also ich achte eigentlich auch mal ein bisschen drauf. Ich habe doch schon ein bisschen Probleme. Wenn zu viel Säure dabei ist, dann ist Dann es. haben wir den Vorteil eigentlich, dass wir relativ moderat sind in der Säure. Wir hätten natürlich auch, also wir sind ja im Markgräflerland in Baden. Und wir sind die einzige Region in Deutschland, die den Gutedel anbaut. Und der Gutedel ist im Vergleich zu anderen Rebsorten sehr säurearm. Also eher so ein bisschen, man sagt eigentlich immer in meinen Proben bekömmlicher. Ist vielleicht auch immer eine Idee. Es ist leichter vom Geschmack her, ist ein ganz angenehmer Wein. Der Ein schöner Trinkwein einfach, ja. Ist auch für so eine Abend natürlich super geeignet. Gerade wenn man sagt, okay, mit der Säure möchte man natürlich nicht den Tag sich da versauen oder vermiesen lassen, sondern den Wein weiter genießen wollen, bis in die Nacht rein. Und es geht ja teilweise über Stunden. Wenn dann der Sektempfang war und dann kommt dann Kaffee oder es gibt dann nochmal einen Empfang und dann das Abendessen, das geht ja schon lang. Da muss man ja Ja, klar, so eine Hochzeit ist ja immer relativ lang und ich sag mal, gut, da wird natürlich auch viel getrunken, ne, weil es halt, ne, ja, früher anfängt natürlich wie jetzt irgendwie ein Geburtstag, der irgendwie vielleicht um 19 oder 20 Uhr startet. Ja, aber bei einer Hochzeit bist ja teilweise schon, weiß ich, ab 14, 15 Uhr mit dem Sektempfang geht's schon los. Ne? So, also da genau. ist ein paar Stunden vor der Brust sozusagen. Ja, ist was für Dauerläufer. Ja. Macht für die Wintermonate, klar, Rotwein, ja auch Glühwein. Ich sage mal, es gibt ja auch zum Beispiel so, viele machen ja auch vor Standesamt oder Kirche auch einen Glühweinempfang, ne? Wie jetzt klassisch im Sommer natürlich einen Sektempfang. Ne? Gibt es auch viele, die auch viele Hochzeiten im Winter, gerade Standesamthochzeiten, viele, wo es auch viele Glühweinempfänge gibt. Da bietet ihr auch was an, oder? Ja, also Glühwein bei uns auf Anfrage, aus dem Grund, dass wir den nicht, wie sagt man das, maschinell füllen, sondern wir haben ganz spezielles Glühweinrezept nach Familientradition und der wird natürlich nur auf Anfrage bei uns abgefüllt und dann auch nicht für die
sagen wir mal, Einjahreshaltbarkeit gedacht, sondern für die nächsten 3, 4 Wochen. Können wir aber auch verschicken, das ist gar kein Thema. Genau, dann hätten wir auch noch ein gutes Rezept, und zwar einen heißen Aperol. Den gibt es bei uns am Weihnachtsmarkt. Das drücken wir aber nicht so gerne raus. Das Rezept oder was? Ja, gut, ist relativ simpel wahrscheinlich. Sollte ja auch nicht rausrücken, was Geheimnis, ne? Coca-Cola hat auch nie was verraten, ne? Ja, klar. Das hört sich auch an zum statt Sektempfang, Glühweinempfang, wenn es kalt ist. Ja, passt eigentlich schon ganz gut. Auch eine schöne Sache. Jetzt, du sagst, es ist ein heißen Aperol, den gibt es quasi auch im Weihnachtsmarkt, sage ich mal, bei euch oder so. Und den kann man vielleicht auch verschicken, ne? Oder? Ja, also die Zutaten quasi. Also das Aperol kann man ja dann kaufen und dann. Der weiße Glühwein. Genau, das kommt dann zu weiße Glühwein rein. Also ich weiß, ich habe einen Freund, der macht Sektempfänge, ne? Und der macht halt auch sehr viele Glühweinempfänge im Winter. Weil halt, ja, ich sage jetzt mal, viele halt standesamtlich heiraten. Ne? Gut, ist jetzt ja auch nicht so geheim, ne? Wie euer Rezept vielleicht, wegen steuerlichen Gründen halt. Ja, dass sie im Dezember quasi standesamtlich heiraten und dann im Jahr drauf, im Sommer halt die Party machen noch. Ne? Und die Feier vielleicht mit einer freien Trauung noch nach und dann mit den Leuten feiert. Aber viele ja doch, also ich sag mal, statistisch gesehen ist schon der Dezember einer der Monate, wo am meisten geheiratet wird. Ja, und da gibt es halt auch viele, die halt dann so diesen klassischen Glühweinempfang machen. Ne? Dann, Genau. ja. Also so haben wir eigentlich auch für jede Jahreszeit den richtigen Wein und das richtige Produkt. Das Ja. stimmt schon. Ja. Und Ja. ja, wenn wir das also Themawechsel, wenn wir das jetzt schon mehrmals von Sektempfängen hatten, was ich ganz wichtig finde, ist auch mal zu sagen und offen auszusprechen, es ist immer ganz praktisch, wenn man einen Sekt hat und einen Sekko, weil ein Sekko ist ja ein Wein, der mit Kohlensäure versetzt wurde. Der ist einfach ein bisschen ja, fruchtiger, der hat meistens etwas mehr Restsüße. So trifft man auch die Geschmäcker. Mit einem Sekt hat man dann die wirklich die gerne Sekt trinken. Und mit dem Sekko können wir auch die Leute abholen, die halt vielleicht nicht so die Sekttrinker sind, aber dann trotzdem zum Anstoß natürlich das Gläschen möchten. Und das dann ist, glaube ich, ganz schön, wenn man da immer eine kleine Vielfalt auch bietet. Ja, das ist ja das Gute, wenn man sich dann auch vom, ich sag mal, vom Profi beraten lässt, ne? Weil ja, viele gar nicht so genau wissen, wo da die Unterschiede sind vielleicht, ne? Oder welche Richtungen. Das ist natürlich auch wichtig, wenn ihr da, ich sag mal, beratend zur Seite steht, ne? Damit man halt auch so eine Gesellschaft, die ja auch vielfältig ist, auch gut abdecken kann. Ja, das sind wir auf jeden Fall da. Also, auch telefonisch oder per E-Mail kann man auch gerne uns kontaktieren. Und es gibt natürlich die Standardrezepte für die Hochzeit. Die 2, 3 klassischen Tischweine, aber es gibt natürlich auch die besonderen Weine und da kann man auch gerne individuelle Konzepte finden. Und also ja, so vielfältig wie der Wein ist, so vielfältig kann die Hochzeit sein. Ja, klar, Wein ist vielfältig, ne? Angebot ist vielfältig, Geschmack zählt dazu und das ist wichtig dann, wenn man da eine gute Harmonie zwischen Speisen und Getränke findet, ne? Gerade in Wein. Und gut, da muss natürlich auch mal eine Beratung drin sein, wenn man da was Vernünftiges haben möchte. Ja, oder wie gesagt, dann auch natürlich zum Probieren, wobei das dann auch, ich sag mal, natürlich eher dann wieder der eigene Geschmack ist und nicht der anderen 70 oder 80 Leute, die man davor findet. Ne? Genau, ja. Ja. Ja, leider trifft man halt nicht alle Geschmäcker, aber ich glaube, das ist mit allem so. Ja, gut, das ist ja überall so. Ne? Ich sag mal, muss man immer ein bisschen was zur Auswahl haben. Ne? Ich sage auch in der heutigen Zeit bei Hochzeiten, Menüs finde ich immer schwierig, gerade in der heutigen Zeit, ne? Weil viele Geschmäcker sind anders. Die einen sind Veganer, Vegetarier. Ja, die einen haben Unverträglichkeit, keine Ahnung. Da ist es immer schwierig, finde ich, ein Menü zusammenzustellen, als ein Buffet zu präsentieren, wo man eine Vielfalt hat, genauso wie in den Getränken bei den Weinen, dass man halt auch verschiedene Sachen anbietet. Es gibt ja auch welche, die trinken im Sommer bei 50 Grad Rotwein lieber, ja, als Weißwein. Ja. Das ist schon mal ein guter Punkt. Also wir schreiben es nicht drauf, aber unsere Weine sind vegan. Vegan, ja. Also sie werden vegan produziert. Ja, auch, ne, ein Hinweis. Ja, ich meine, es gibt ja viele, die mittlerweile darauf achten oder, ne, da Wert drauf legen, dass ihr quasi vegan
Weine habt, ne? Genau. Wo wir schon beim Thema sind, also wir haben auch alkoholfreie Alternative. Das ist bei uns das Traubensaftschorle. Also es ist dann quasi noch der originale Traubensaft und der wird halt mit Wasser und Kohlensäure versetzt. Und so hat man ein relativ frisches Getränk und eine gute Alternative zum Sekt. Auch gut, wer was, ne, antialkoholisches möchte, ne, dementsprechend den Traubensaft. Im Angebot irgendwelche Schnäpse oder gebrannte Sachen, gibt es sowas auch? Ne? Warum lacht ihr? Habt ihr gerade welche gemacht oder getrunken? Ja gut, es ist jetzt geht relativ rückläufig. Zurückläufig? Ja, aber klar, also wir haben Obstbrände und auch Traubenbrände tatsächlich. Und das sind schon fast feine Sachen dabei, zum Beispiel Muscatella-Grappa. Und ja, mal ein paar besondere Sachen einfach. Also alles dabei. Und was ist das Schlimmste für den Wein, wenn in den Weißwein Eiswürfel reinkommen, oder? Ja, also tatsächlich ist Verdünnen immer das Schlimmste beim Wein. Ja, da kann man aber auch gut dagegen wirken, indem man einfach die wiederverwertbaren Eiswürfel nimmt. Wenn man sagt, okay, der ist jetzt nicht kalt genug, wir möchten aber, dass der halt ja nochmal gekühlt wird, gerade wenn es warm ist, dann kann man wirklich gerade die Plastik oder am besten aus Edelstahl die Eiswürfel nehmen und dann hat man den Wein kalt, ohne dass er verdünnt wird. Ja, aber gefühlt, wenn ich irgendwo bin, 80% der Leute hauen sich normale Eiswürfel in den Wein rein. Ne? Gut, also es sind dann schon, die Aromen werden halt verdünnt und insofern das Wasser separat macht Sinn. Ja, gut, ich war auch mal, ne, ein paar Jahre auf einer Weinprobe an der Mosel und gut, bin ich auch einiges an Wein klar. Ne? Wenn du Eiswürfel reinhaust, dann vermischt alles, dann, ne, wird der Geschmack ganz anders. Und verdünnt halt und hast einfach nicht mehr. Wenn du mal ohne Eiswürfel trinkst, denkst du, ups, der schmeckt ja mal ganz anders auf einmal. Ne? Ja. Also, müssen wir durch, liebe Brautpaare. Demnächst gibt es nur noch Weißwein ohne Eiswürfel. Schmeckt am besten. Ja, gut. Und es gibt dann die Cocktails, die Weincocktails, die sind da gute Alternativen. Ob es ein Aperol ist oder ein Gin Tonic, haben wir beim letzten Event gehabt. Also das sind schon sehr feine Cocktails mittlerweile. Gin Tonic? Ein Gin Tonic, ja. Habe ich noch nie gehört. Super. Also im Endeffekt ist das Weißwein mit Tonic und der wird, ja, wird eigentlich zubereitet und es sieht dann am Schluss aus wie ein Moscow Mule. Nur, dass man keinen Gin drin hat, sondern Wein. Auch spannend, ja. Also auch viele kreative Rezepte gibt es bei euch, ne? Wenn Können man wir auch alles weitergeben? Das ist gar kein Thema. Da haben wir einiges auf Lager. Veranstaltungen mögen wir nämlich sehr gerne und überlegen uns auch gerne noch einiges Neues. Seid ihr bei euch in der Region selber auch vor Ort dann schon mal und macht dann so Mixgetränke oder bietet da was an oder liefert ihr quasi nur? Ja, wir liefern primär, ja. Also wir machen ja einige Veranstaltungen im Jahr auf dem Weingut und auch im Weinberg. Und da schauen wir immer, dass wir natürlich auch was anderes noch anbieten können als den klassischen Wein. Gerade bei der Hitze haben wir dann halt auch wirklich auf Weincocktails gesetzt in diesem Jahr. Und das schauen wir uns immer nach neuen ja, Möglichkeiten um und die können wir auch gerne teilen. Das ist gar kein Thema. Also ihr bietet auch immer ein Wochenende im Jahr an, wo dann richtig Party ist bei euch am Weingut. Ne? Genau. Das wäre ja noch eine Idee, dann könntest du mal auflegen. Wir uns gerne unterhalten, hör mal. Kein Problem. Also, ne? Ich komme auch für 2 Flaschen Wein zu euch. Alles, ne? Ja? Können wir gerne mal drüber quatschen. Also, ne? Alles gut. Ne? Ja, ne? Also schöne Sache da. Ich sag mal, ich habe auch mal, ach schon, glaube ich, weiß nicht, auch schon mal 10 Jahre her. War mal in Rheinhessen auf so einem Weinfest gewesen. Und ja, ich fand es sehr interessant. Ne? Das war halt mal was anderes so ein Wochenende. Ne? Und Ja, dann so ein Weinfest ist schon ein Erlebnis. gerade beim Erzeuger, ne, selber, dass man auch da mal das Weingut gesehen hat, wie das so funktioniert alles, ne, mit der Apfelherstellung. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant, dass man das einfach mal so ein bisschen live aus der Nähe gesehen hat. Wir Ruhrpottler hier, Rheinleute hier oben, ne, wir haben da jetzt, ne, wir können höchstens irgendwo ins Geschäft gehen, eine Flasche Wein holen. Aber ich sag mal, ne,
Die Natur, den Start des Weines, den können wir jetzt nicht so direkt angucken, außer wir fahren halt mal ein bisschen weiter in den Süden runter. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, eine herzliche Einladung auch dann das Weingut anzuschauen und die Weine zu probieren. Und es spart sicher auch noch Zeit für einen Spaziergang in den Weinbergen. Tolle Region da unten, ne? Wie gesagt, Schwarzwald da, ne? Und so ist es ja schön, auch einfach mal einen Abstecher zu machen, wer da einfach in der Nähe ist und ein bisschen Wein probieren möchte oder einfach mal die Natur genießen möchte, ne, ist da richtig. Ja, was gibt es noch Spannendes zu erzählen quasi? Bevor es vergeht, das ist vorhin, ist am Fabi, glaube ich, durchgegangen. Wir sind ja schon hauptsächlich bei uns hier in der Region unterwegs und verkaufen ja auch viel in der Region. Aber wir sind auch übers Jahr hinweg auf Messen vertreten. Und ich fahre Anfang November für 2 Tage nach Dresden und stehe dort auf den Baden-Württemberg Classics Dresden. Und wie du schon anklingen lassen hast, sind wir dann auch in Düsseldorf auf der Prowein wahrscheinlich. Und was gibt es noch? Wo bist du unterwegs? Also wir sind noch auf der Intergastra in Stuttgart, also für den einen oder anderen Gastronomen vielleicht interessant. Und auf der Eurovino in Karlsruhe. Wir sind bald auch im Frühjahr. Also auch auf großen Messen präsent, sage ich jetzt mal, ne, mit euren Erzeugnissen. Prowein, ja, kennen natürlich sehr, sehr viele hier in Düsseldorf. Immer im, ich weiß gar nicht, im Juni, wann war es, wo wir da waren? Mai, ne, oder? Immer im März, Mitte März. Ach, im März, das ist schon so lange her wieder. Ja, letztes oder vorletztes Jahr war es im Mai. Ja, Genau. wir haben uns ja hier in Ratingen kennengelernt, da war ja zur gleichen Zeit wie Prowein hier in Düsseldorf, ne, Ja, als das war im März. im März, Mayometer, die Zeit rennt, also, ne? Wahnsinn, ne? Ja. Aber sag ich mal, solche Termine, wo ihr zu finden seid, findet man auch, ich sag mal, auf der Homepage. Genau. Ne? Also immer alles. Versuchen wir dann immer alles noch mit abzubilden, dass man, gerade wenn man nicht in den Süden kommt, trotzdem mal bei uns vorbeischauen kann und Wein probieren kann. Ja. Wir können ja mal eben hinschalten. Also da findet man dann auch so Termine, wo ihr auf Messen seid, ne? Oder auch Weinfeste. Findet man sowas auch hier bei euch? Unter Aktuelles. Ja. Ah, die Krönung der Julia, genau. Ah. Wie wird man eigentlich Weinkönigin? Muss man viel trinken oder? Man muss sich zum einen darauf bewerben und es ist Pflicht sozusagen, den weinbaulichen Hintergrund zu haben oder eine Ausbildung in dem Bereich. Nur zu sagen, man trinkt gerne Wein und möchte das jetzt machen, das ist leider nicht die beste Voraussetzung dafür. Nicht? Das ist hier im Rheinland anders. Wenn du Prinzenpaar oder Prinz werden möchtest, musst du halt viel trinken und Spaß haben. Mehr musst du nicht können. Ne? Ja, nee, also ich war wirklich, wir waren 5 Bewerberinnen dafür und man muss sich da wirklich mit Fachwissen auch durchsetzen und die Jury überzeugen. Und da geht es von der ganzen Region über Rebsorten hin zu Weinverkosten und auch Reden halten. Und das ist nicht ganz ohne auf jeden Fall. Also schon ein großer Hintergrund, bis man Weinkönigin wird, ne? Muss man also schon ein bisschen was können und sich da in der Thematik auch auskennen. Und ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Und du reist dann viel rum auf den Weinfesten oder präsentierst dann auch Baden irgendwo auf Messen oder? Genau, also ich bin jetzt, ist ja gerade bei uns hier in der Region Weinfestsaison, die geht bis Ende September. Immer im Sommer finden alle Weinfeste statt. Und da sind wir jetzt schon eigentlich jede Woche an den Bereichsweinfesten von Bodensee bis in Kraichgau hoch. Und machen die Festeröffnung mit Krönen, die Weinprinzessin, die Bereichsweinprinzessin. Und dann bin ich aber auch in Berlin im Oktober auf den Baden-Württemberg Classics. Als Vertreterin des badischen Weins. Und das zieht sich dann so durch. Also es gibt ganz verschiedene Termine, von Weinfesten zu Verbandssitzungen hin zu Weinproben und ja, auch Veranstaltungen im Regierungspräsidium unter anderem. Spannende Aufgabe, sage ich jetzt mal, ne? Aber
mit dem gewissen Wissen verdient. Und ja, wünsche ich dir, ich sag mal, viel Erfolg und viel Spaß in deinem Königsjahr. Dankeschön. Ja, hier findet man zum Beispiel eine Übernachtungsmöglichkeit für Camper. Tolle Geschichte. Ja, kann man also machen. Ah ja, hier sieht man Termine dann, ne? Herbstfeste, Dresden, wie du eben gesagt hast, und weitere Veranstaltungen, ne? Wo man euch findet und die Weine dann auch mal probieren kann. Was Genau. ist noch Spannendes hier? Shop, ne? Da findet man alles. Ja, das sieht man jetzt auch, dass wir gerade unser Design neu gestaltet haben. Wenn man jetzt auf die Weißweine geht, dann kommt man auf die neuen Etiketten, auf das neue Design. Ja. Das war jetzt ein langer Prozess, aber es zeigt sich jetzt eigentlich auch, dass die Resonanz durchweg positiv ist. Also es ist einfach jetzt jünger, frischer, prägnanter. Die Marke steht mehr im Vordergrund und ja, der Wein schmeckt immer noch sehr gut. Das ist gut. War das der Gut Edel, wo du eben von gesprochen hast, Julia, ne? Genau. Ja. Der relativ säurearm ist. Ne? Ich habe ja, ich habe es mir mal notiert, denn ich habe ja auch noch ein Prospekt hier liegen. Genau, Ja. das sieht man dann noch das alte Etikett zwischendrin. Und Ist das? ja, genau, und mittlerweile sind alle soweit umgestellt. Ach so, das war nur ein Spezialetikett mal hier für 35 Jahre, oder? Genau, das hatten wir letztes Jahr, das Jubiläum. Ja. Die Homepage wird auch zeitnah umgestellt, also da haben wir schon Entwürfe. Und Immer was, immer in Action. Ja, hier sieht man quasi, dass man das komplette Angebot, ne, oder dann auch Pakete im Endeffekt zum Kennenlernen. da haben wir auch trocken und lieblich und feinherb, dass man halt mal einen groben Überblick hat. Ja. Aber man kann natürlich flaschenweise, kann man Die Schorle. Ja. die Traubensaftschorle, genau, ist nicht so süß, also schön erfrischend, ein bisschen herber. Und dann die Sekte, Sekko. Also ihr habt die zwei oder was dann im Angebot, ne? Genau, wir haben noch einen weißen Sekt, der ist jetzt gerade im Moment ausverkauft. Also. Auch vom Gutedel. Und nächstes Jahr wird es einen Cremant-Sekt geben, also einen weißen Pinot-Sekt, der dann auch hochwertiger ist. Also gute Auswahl. Spargel habt ihr auch quasi. Genau, das ist jetzt natürlich gerade keine Saison, aber wir bauen Nee. über 20 Jahren Spargel an. Immer von circa April bis Mitte Juni kann man bei uns dann frischen Spargel kaufen. Ja, Also dann gibt es ja ihr Glück. baut selber Spargel an, Ja. ne? Das ist natürlich passend, den Spargel und dann den passenden Wein direkt bei euch zu beziehen, ne? Eine gute Kombination. Sind zwei sehr hochwertige Produkte und das passt eigentlich ganz gut. Na. Ja, spannend. Also hier findet ihr viele Informationen, liebe Brautpaare, natürlich auch zum Weingut und wo es findet. Ne? Einmal ein bisschen Tradition. Und ja, hier ist es gestartet, 87. Ne? Ja. Also viele Informationen, Shop bestellen, wie gesagt, ansonsten gerne auch anrufen, liebe Brautpaare, und sich beraten lassen. Und dann werden euch die passenden Weine quasi angeboten. Hier findet man auch den Stand bei Hochzeitsmesse online in allen Städten in Deutschland ist Weingut Knoll vertreten. Dort findet ihr ein paar Informationen, wobei es halt schwierig ist, mit dem Flyer am besten ist natürlich dann direkt Kontakt aufzunehmen, was bevorzugt ihr und lasst euch beraten letztendlich, welcher Wein, Sekko, Sekt für euch, für eure Ansprüche quasi am besten ist. Ja, spannend, viele Einblicke. Ich glaube, ich sage mal, spannender wird es wirklich, wenn man mal live vor Ort ist und das dann mal alles so wirklich richtig sehen kann, Weinberge mal spazieren kann und sozusagen auch mal die Produktion mal reinschnuppern kann und dann ja final das Endprodukt auch probieren kann. Deswegen nach so einem Interview kriegt man Durst.
Und ja, haben wir irgendwas vergessen? Nee, also ich denke, wenn man Interesse hat, einfach mal auf die Homepage gehen, sich einen Überblick verschaffen, auch mal überlegen, was möchte ich gern, was braucht ein Gastgeschenk, will ich was für einen Sekt empfangen. Und dann können wir auch gern weitergehend beraten und dann auch entsprechend Angebote erstellen. Und wie gesagt, ist auch preislich vielleicht beim einen oder anderen interessanter. Man hat auf jeden Fall Winzer rein, der nicht von der Stange ist. Und es wird dann en bloc geliefert und das kann man entweder über den Caterer dann abwickeln oder über die Location. Und dann ist es eigentlich relativ unkompliziert. Also, liebe Brautpaare, fleißig bestellen und ja, wie gesagt, was Julia eben sagte, auch die personalisierten Flaschen, ne, mit eigenen Etiketten, das ist wirklich dann auch mal ein Hingucker für die Feier und ja, wie gesagt, nicht nur auf dem Wein, auch auf dem Sekko oder Sekt zum Empfang, ne, ist das möglich, dass man wirklich seinen eigenen persönlichen Wein dort auf seiner Feier präsentieren kann. Ja. Interessant. Ich hoffe, ihr habt durch dieses Interview weitere Weinliebhaber gefunden, die hoffentlich bald mit euch Kontakt aufnehmen. Wobei jetzt klar, die Hochzeitssaison langsam ausläuft, ne, und wir in den Winter reingehen. Aber wie gesagt, wie wir gehört haben, liebe Brautpaare, es gibt heißen Aperol, ne, bei euch im Geheimrezept, also für die Winterhochzeit oder auch speziellen Glühwein könnt ihr anfragen, ja, für einen Glühweinempfang oder für die Winterhochzeit. Wobei ich heute, also das müsste ich ja meiner Kundin mal sagen, heute ganz bekloppte Buchung bekommen habe in Bonn, ne, wo wir bei Weihnachten sind. Da sind echt, er ist, glaube ich, er ist Chinese. Und die haben wir uns angefragt im Rheinhotel Dresden, ganz berühmtes Hotel in Bonn, geschichtlich prägnant, sage ich jetzt mal. Da lief auch ein Film im ARD, glaube ich, das Weiße Hotel am Rhein. Große Geschichte, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und die haben heute angefragt und feiern im September eine Weihnachtshochzeit mit einer Schneekanone. Ich habe gedacht, die wollen mich veräppeln, als sie angefragt haben. Und da haben wir echt angerufen und die Braut ist total weihnachtsnah. Und die feiern jetzt in dem Hotel eine Weihnachtshochzeit. Also vielleicht hören die mit und die können dann bei euch echt einen passenden Glühwein bestellen. Ne? Und weil sie dann im Weihnachtskostüm kommen und als Eröffnungstanz im September Last Christmas ist auch mal was Neues. Also es war echt so und wir haben es schon kaputt gelacht oder eben gebucht, aber ja, wir machen ein Thema Weihnachten im September. Ja, das ist ja unvergesslich. Ja, es wird alles weihnachtlich dekoriert und ja, eigentlich müsste man denen auch sagen, bestellt mal bei euch Glühwein. Ne, das ist eine gute Idee. Ja, liebe Brautpaare, das war unser heutiges Interview. Euch, liebe Julia und lieber Fabian, würde ich einfach sagen, ja, eure abschließenden Worte, wenn wir nichts vergessen haben, an unsere Brautpaare da draußen. Also, bei uns ist alles immer sehr unkompliziert. So wie wir zwei hier auch stehen, so machen wir auch die Abwicklung mit Wein, mit dem Sekt, mit der Beratung. Man kann uns jederzeit anrufen. Wir sind auch für Weinproben abends mal zu haben. Man kann mit uns sprechen. Man kann sagen, wir würden den Wein gerne geschickt haben und trotzdem aber nochmal mit euch drüber sprechen. Online zuschalten, gar kein Thema. Und wenn Fragen sind, einfach melden, egal ob telefonisch, per Mail, über das Kontaktformular. Wir freuen uns auf jeden Fall jedes Brautpaar, das wir beliefern dürfen, die Hochzeit noch zu verschönern. Sehr schön, genau. Geschmacklich verschönern, leckere Weine mit wenig Kopfschmerzen und geringer Säure. Und ja, der gut edel, ganz wenig Säure. Heute gelernt. Ja, personalisierte Weinflaschen, liebe Brautpaare, für euch. Sektflaschen, Seccoflaschen natürlich auch möglich. Als Gastgeschenk einsetzbar. Ne, Beratung per Zoom natürlich, wenn ihr nicht gerade in der Nähe wohnt oder mal einen Campingausflug in die schöne Region macht mit einer Übernachtung. Ja, lasst euch gerne auch online beraten hier über ein Zoom-Meeting, wie auch immer, damit ihr die richtigen passenden Weine zu euren Speisen findet. Und ja, ein Winzer Wein ist halt auch mal was anderes. Ne? Und es sollte schon, wenn man eine schöne Hochzeit feiert, wo man auch Wert auf alles drumherum legt, auf gutes Essen, gehört einfach auch der gute Wein mit dazu. Und ich sag mal, da ist es schön, das ist natürlich so.
Anbaugebiete und Winzer gibt, Familienbetrieb, wo man wirklich dann auch tolle Weine bekommt. Ja, ich hoffe, liebe Brautpaare, es hat euch gefallen. Nächste Woche gibt es das Thema Liveband für Hochzeitsfeiern mit der Casablanca Band, auch am Dienstag wieder von 20 bis 21 Uhr. Stöbert noch ein bisschen durch Hochzeitsmesse online, nimmt Kontakt auch mit unseren Dienstleistern, fragt an, geht's ins Zoom-Meeting, so wie hier auch mit den beiden vom Weingut Noll. Und 24, 7, 365 Tage im Jahr könnt ihr kostenlos Hochzeitsmesse online besuchen und euch informieren rund um die passenden Dienstleister für eure Hochzeit. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich habe irgendwie zu spät eingeschaltet hier bei diesem tollen Interview, ihr könnt euch das nochmal anschauen. In den nächsten Tagen ist es online bei Hochzeitsmesse online-tv.de, sowie viele, viele andere Interviews, die wir schon rückwirkend gemacht haben, die ihr euch dort kostenlos in Ruhe mal anschauen könnt. Ihr bekommt einen tollen Einblick in die Dienstleistung, einfach mal Infos von tief drinnen und einen tollen Einblick in die Dienstleister und in deren Dienstleistung. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Ich sage danke runter, ne, in Richtung südlich von Stuttgart, von Freiburg, Entschuldigung. Ja, und wünsche euch einen schönen Abend. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Und ja, irgendwie hat mir der Gutedel mir was angetan. Also wir werden mit Sicherheit die Tage nochmal sprechen. Ja, und ja, vielen Dank. Euch da draußen eine schöne Zeit. Genießt hoffentlich die nächsten Tage, die wieder ein bisschen sommerlicher werden. Alle, die jetzt heiraten und feiern, wünsche ich mal eine tolle Hochzeitsfeier und alle, die ihre Hochzeit für 2024 schon fleißig planen, viel Erfolg bei den Planungen und ja, wenn ihr Dienstleister sucht, Hochzeitsmesse online ist euer Partner. In diesem Sinne, schönen Abend, liebe Grüße und jetzt trinken wir noch ein Weinchen aufs Weingut Neu und genießen langsam die untergehende Sonne. In diesem Sinne, macht's gut, auch ihr beiden, danke fürs Interview. Ne? Vielen Dank und Bis denn, ne? Ciao, ciao.